Jochen Meyer von Holisticon treffen wir dieses Jahr, wie schon seit 7 Jahren, auf der SICON. Das siebte Jahr. Trotzdem stellt sich für manche einen die Frage, der Holisticon nicht kennt, was macht Holisticon eigentlich? Gute Gelegenheit, Jochen Meyer, mal kurz was dazu zu sagen. Ja, IT- und Managementberatung ist das Thema. Das heißt, klassische Softwareentwicklung, angefangen bei Java-Technologien bis hin zu Architekturbewertungen. Wir machen Coachings im agilen Umfeld. Themen wie BPM, SOA sind für uns ganz starke Thementräger, gerade in diesem Jahr. Es geht um Adaptive Case Management, solche Themen. Das ist das, was uns umtreibt, mit einem Team jetzt von mittlerweile 38 Mitarbeitern. Wo gibt es Schwerpunktthemen für dieses Jahr? Wo soll die Reise hingehen? Gibt es irgendeine Fokussierung auf ein Thema? Also inhaltlich würde ich sagen, Internet der Dinge, IoT, ein ganz großes Schwerpunktthema, ACM, wie gerade eben schon benannt. Und was uns sehr umtreibt, ist gerade jetzt auch wir wachsen organisch und versuchen dieses Wachstum fortzusetzen. Wir brauchen einfach gute Mitarbeiter und wir suchen laufend die guten Leute, die zu uns passen, die bei uns ins Team reinpassen. Das ist wichtig, die Kultur muss stimmen, denn ohne die Mitarbeiter sind wir gar nichts. Mit anderen Worten, man soll sich bei Holisticon bewerben. Bitte. Und was gibt es für eine Botschaft, warum sollte man Holisticon mandatieren? Ich glaube, was uns vielleicht auch ein bisschen abgrenzt vom Markt ist, das sagt schon IT- und Managementberatung, dass wir in der IT-Welt, was Software Engineering, Softwareentwicklung angeht, gut aufgestellt sind. Aber was meistens fehlt, die Agilität ins Management zu übertragen. Das heißt, Agilität im Bereich Software Engineering ist gut, das ist Handwerkszeug für uns, das ist überall gesetzt. Aber in der Geschäftsleitung, in der Organisationsstruktur Agilität reinzubringen. Wie kann zum Beispiel ein Konzern wieder leben wie ein Start-up-Unternehmen? Wie kriegt diese Dynamik wieder rein, die Mitarbeitermotivation? Das sind eben Beratungsfelder, die uns von anderen unterscheiden oder was wir als Mehrwert mitbringen. IT-Beratung, klassisch, und darüber hinaus Management-Beratung. Eine Menge los bei Holisticon und eine Menge zu bieten. Viel Erfolg für 2015. Danke. Ja.